Das Spiel wird zurzeit nicht aufgezeichnet. Jetzt wird's aufgezeichnet. Ach so. So, hallo Jungs und Mädels. Herzlich willkommen diesmal zu Defiance 2050. Und zwar zu dem Relaunch bzw. der Neuauflage von Defiance. Ist vielleicht noch einigen von euch ein Begriff, kam damals 2013, ich habe extra nachgeguckt, für den PC, PS3 und Xbox 360 auf. Ich habe es damals über die 360 nicht gezockt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe es aber auf dem PC mal gezockt mit meinem Bruder zusammen, mit Nevelkraut, der rein zufällig auch hier heute zu Gast ist. Und mit ihm können wir dann jetzt zusammen die Neuauflage nochmal uns angucken. Und zwar befinden wir uns jetzt in einer Closed Beta, in der zweiten Beta-Phase. Ich hatte mich um den Key beworben, habe zum Glück einen gekriegt. Musste leider noch einen neuen Account anlegen in den Vereinigten Staaten, also Nord-USA, um überhaupt in das Spiel reinzukommen. Hat mich ein bisschen genervt, aber wie ihr seht, hat alles geklappt. Und wir können uns jetzt einen Eindruck von der ganzen Materie verschaffen. So, liebe Freunde der gepflegten, blutrünstigen Unterhaltung. Hier spricht Ihr Gastkommentator vom Mediapult. Ich habe auch Schildchen mit 1 bis 10, je nachdem, wie er sich hier schlägt im Spiel. Na toll, du machst mir Hoffnung. Du weißt doch, Hoffnung ist der erste Schritt auf den langen Weg zur Enttäuschung. So, was sind wir drin? Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das Ding schon auf PC gezockt. Ja, das hatte ich ja erwähnt gehabt. Das hatten wir zusammen dann auch mal gezockt gehabt. Da hat er mir so gesagt, wie es läuft. So, er hatte die Beta schon mal angespielt. Und zwar mit Flampi. Wir werden uns jetzt einen neuen Charakter erstellen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich weiß gar nicht, was du gegen den Namen hast. Nix. Gut. Wie hieß der Deutsche, der noch hier auf dem Server war, der auch so einen geilen Namen hatte? Kackbratze? Nee, nicht Kackbratz, aber irgendwas mit Kacke. Stuhlgang? Kotnascher! Kurtnascher, ja, Kurtnascher war doch da. Ja. Grüße unbekannterseits an Kurtnascher. Er ist uns vorhin mal über den Weg gelaufen. Naja, es gibt Leute, die haben diese Hobbys und dann gibt es Leute, die haben andere Hobbys. Ja, genau. Aber solange er sich dabei nicht strafbar macht, lass machen. Genau. Soll er sich seine Fekaletten braten? Soll ich jetzt echt erklären, was eine Fekalette ist? Nee, besser nicht. Dann gehen die Aufrufe garantiert in den Keller. Ja. Und du kassierst zum ersten Mal haufenweise Dislikes. Ja, und eine Sperre wahrscheinlich. Och nee, dafür musst du schon was Gröberes bringen. Okay. Naja. Wenigstens haut es jetzt nicht die ganzen Grafikfehler raus wie vorhin. Ja, vorhin hat es ein bisschen rumgespackt, grafisch. Das war wie wenn ihr jetzt mit dem Handy was vom Fernseher aufnimmt oder so. Da habt ihr das Hört ja zu, auch manchmal, Leute. dass dann der Wir Fernseher haben den Golden flackert. Gate Und so ähnlich passiert. war das Wir sind vorhin in auch. Kürze vor So ein Ort. Wir haben Blödsinn. 10 Sag's Minuten, ganz um den einfach. Rest Es der waren Ausrüstung zu schwarze sichern Balken, und euch die auf die Landung schön vorzubereiten. symmetrisch in gleichmäßigen Wiederhole. Abständen 10 übers Bild Minuten bis geflippt zur sind. Landung, Naja. Leute. Von links nach rechts. Ist Ja, das Resultat. Phänomen Muss hast mich du dann daran auch, wenn erinnern, du wer ich sowas bin. abfilmst. Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Aber Gefreiter. ansonsten läuft es Was eigentlich ist das stabil, Problem, also ich kann mich nicht beklagen. Bring deine Einmal Männer ist es auf bis jetzt Kurs, nur Captain abgerockt, Grant. gell? Und Ich will ansonsten. Nach Ausrüstung Einmal abgestürzt, Jäger da und hat ich der rette Server auf, Probleme sobald wir gemacht, also landen. Serververbindungen hat es Die Lieferung gekappt. geht ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist Und es keine war Zeit, sie schwer, mit zu den finden. Story-Missionen Setzen Sie weiterzumachen. sich Vielleicht standen bitte. zu viele Spieler um den Charakter Mit rum, meinem aber ich konnte Captain im über ersten deinen Versuch nicht Befehl anklicken. lautet zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Aber Uniform zu insgesamt behelfen, läuft es zumindest mich. schon mal stabiler Und als Sie Hera. haben sie Das bei war der ja Suche nach damals dem ein mythischen Krampf am Architekt zu Anfang. schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Ein Glück Und sieht das behalten, keiner. natürlich. Was? Dass du nicht Das so ein ist zu YouTuber spät. bist, der sich selbst filmt. Setzen Sie sich Ach wieder. so, Wenn der ja. Ausrüstung was passiert,
Von wegen, du sitzt hier mit deinem Hi-Oh-Bye-Ding, Alter, und ich sehe aus, als wäre ich frisch aus dem Helikopter gestiegen. Ja, genau. So ein Arsch. Das ist herrlich, dein Headset ist echt der Wahnsinn. Leute, die Zeit läuft. Ist auch bequem. Was ist das hier? Ja. Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze, ihr zwei da. Los! Kein Problem, Kerl. Ach ja, jeder, der den Film Serenity oder die dazugehörige Serie mochte, kann sich auch mal die Serie von Defiance angucken. Läuft auf einer ähnlichen Schiene. Ja, ich würde sowieso jedem empfehlen, dem die Story interessiert, sich die Serie reinzuziehen, weil ich finde, im Spiel selber kommt das nicht so wirklich rüber. Also ich habe die Serie, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht gesehen und ja, ich komme da nicht so ganz mit. Ich schon, mir war höllisch langweilig. Also nicht bei der Serie, aber ich wusste nichts Besseres zu tun, als die zu gucken. Du hattest ja eine weibliche Katze, Tiana, ne? Ja, genau. Das aber nur wegen der Optik. Ja. Du kennst doch meine Ambition, eine Dunkelelfe basteln. Klappt aber nicht immer. So, dann nehme ich mal menschliche Menschen, wollte ich schon sagen. So, hier unten die Klassen sind komischerweise irgendwie noch gesperrt. Also es ist in der Beta jetzt irgendwie nur auf dem Sturmsoldaten, wirklich mit dem Sturmsoldaten zu spielen. Warum? Keine Ahnung. Weil es eine Beta ist? Ja, höchstwahrscheinlich. Wird dann hoffentlich irgendwann mal freigegeben. So, Archetyp. Oh Gott, der sieht ja aus. Beavis, Alter! Ja, Beavis, ja, genau. Du bist im Spiel! So würde Beavis heute aussehen. So. Charaktereinstellungen hier, was das Gesicht angeht und ein ganz anderer Kram, ist hier nicht so umfangreich wie bei anderen MMOs. Also hier noch relativ überschaubar gehalten. Kannst du denen sogar eine richtige Kongo-Lippe verpassen? Das ist auch so ein Ding. Hey, Kumpel. Hey. Hey, Kumpel. Soldat. Wie steht's mit der Gewalt? Wie läuft's? Hast du wahnsinniger Wendung gehabt? Klar. Jetzt erklärt sich das. Ich war total fasziniert, weil die Kommentare von Schlampi jedes Mal total genial waren. Also hat das eine Auswirkung auf die Dialoge wahrscheinlich. Auf die Dialoge nicht, aber das, was du faselt. Ja, was du faselt, ja. Also im Spiel. Wie läuft's? Dann nehme ich jetzt mal Einzelgänger. Aber Dings war wirklich super wahnsinnige. So, Augenform. Ja, wenn man das Auto ruft und die schreit, Benzol für alle. Da sind so geile Kommentare mit dabei gewesen. Aber nach der Zeit gehen sie am trotzdem auf den Sack. Also die sechste Frisur sieht aus, als wenn du den auf den Kopf stellst, ne? Kannst du damit fliegen. Wahrscheinlich. Und das, ins Feld ziehen. Das sieht so ein bisschen aus nach Gottschalk schon bald. Ne, aber ein bisschen kurz, ne? So. Boah, da knackt und knirscht. Ja, ja. So, Tätowierung. Ah, die gibt's auch. Wo ist denn das Idiot, wenn man das mal braucht? Oder bedeutet das vielleicht Idiot? Wer weiß. Wer weiß. Okay, so. Ja, so ist gut. Der sieht ja schon richtig zerbrochen aus. Der sieht schon ziemlich zerbrochen aus, ja. Genau. Wie wär's denn sowas wie mit Meister Rüffel oder so?
Ich dachte, wir nennen ihn dann gleich so. Mr. Rüffel, das ist auch gut. Was können wir noch nehmen? Naja, Meister Rüffel, weißt du? Mhm. Rüffel ist ein Anschiss ohne Konsequenzen. Mhm. Was können wir noch machen? Mich nix? Hatten wir das nicht letztens schon mal irgendwie? Aber nicht in dem Video. Okay. Davon abgesehen, würde auch gehen, also wenn es reinpasst, Schamlippen, Krempelpilz. Ja, Mann, mich nix. Na, das N groß. Hä? Das N groß. So besser? Ja. Gut. So, mal mit unserem mich nix spielen. Erstellen. Ja, wir sind sicher und wir sind auch fertig. So. Stand gerade irgendwas von Serverarbeiten. Nee, geht. Jetzt, Archenjäger. Moment, Captain. Aber ist ja schön, unser Charakter ist gleich so auch mit. Sie empfangen keine Befehle von dir. In dem Video mit drin. Das ist ganz gut. Landung in 10. Anschnallen. Ich habe dir deine Figur bei Schlampi auch. Also, wir müssen. Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke. Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein Kommando. Solange ich dich nicht wieder auf PC ins Auto laden und überall hinfahren muss, ist ja alles in Ordnung. Ja. Oh nee, fragt sich nur, wer damals voller war von uns beiden. Definitiv ich. Ich bin aber besser gefahren als du. Gar nicht gefahren. Von weg. Wir gehen alle drauf. Oh nee. Sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sich. Ja, wo wir zur Fahrzeugsteuerung kommen. Die ist in dem Spiel schon immer nicht so besonders gut gewesen und ja. Hier ist er auch nicht besser. PC wird. Problem ist, dass du meiner Meinung nach ist halt in falsche Richtung. Was, ne? Um die eigene Akte. Preise nur. Das sollte nicht sein. Tja. Und dabei bin ich wahrscheinlich nur in einem stabilen Grasheim hängen geblieben. Stabil Grasheim. Ja. Was, der Grasheim hat sich gedacht, was? Du willst mich überfahren? Dir zeige ich's. Muss aber eine interessante Züchtung gewesen sein. Naja, das war das Rachegras. Verstehe, was du meinst. Cass. Das kann heftig werden. Ganz ruhig. Okay. Ugh. Welches Ding öffnet diesen Scheiß? Cool. Heilige Starko, du lebst! Ich bin Cass Dukar. Ich habe dich landen sehen. Wenn man das so nennen kann. Das war mehr ein Absturz als eine Landung. Ich dachte, du bist nur noch frei. Was tust du denn? Ich probier mal diese Hose. Hm? Ja, mach das. Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Hörst du mich? Du musst dich hinsetzen. Hier, setz dich, bevor du umkippst. Du hast dir sicher mehr als nur eine Beule geholt. Also ruh dich aus. Ganz locker. Ich sehe nach, ob sonst jemand Hilfe braucht. Oh, du solltest dich nach Waffen umsehen. Die Anwohner sind nicht gerade Schaumbolzen. Hallo? Oh, gut. Jetzt hörst du mich. Ich spüre Nervosität. Kein Grund. Ich bin das Endogenie-Online-Gerät, das in deinen Körper injiziert wurde. Du kannst mich Ego nennen. Bitte entschuldige. Ich habe Probleme bei der Aktivierung der Subroutinen. Also könnte es zu Beginn etwas holprig sein. Aber ich kümmere mich darum. Wir haben eine Menge zu besprechen. Also fangen wir an. So, dann sind wir jetzt sozusagen im Tutorial. Haben wir jetzt langsam durchs Spiel begleitet, beziehungsweise ins Spiel eingeführt. Mal gucken. Wir müssen von Bach finden, aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Von Bach. War ja klar, wie immer ein Deutscher. Was sagst du? Wir müssen die von Bach war ja klar, wie immer ein Deutscher. Werden, damit wir die Suche nach von Bach starten können. Munition holen, nachladen, andere Waffen. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen.
Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, genau zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Mhm. Gut, wechseln können wir. Wenn ein Stick reindrückt, blitzt da. Ah. Oh. Ach so, es hat Auto-Aim. Okay. Du hast mit dem Ruck in Richtung hältst. Ja, gut zu wissen. Hm. Hat sie das extra, eingestellt oder war es standardmäßig schon drin? Das war standardmäßig drin. Okay. Die Kolonien der Mutter. Ja, erstmal reinkommen. Du hast es ja schon ein paar Stündchen gespielt. Ein paar Stündchen, komm. Ja, was? Es waren schon ein paar Stündchen. Waren höchstens zwei oder drei. Granaten haben eine Abklingzeit. Du musst also immer kurz warten, bevor die nächste bereit ist. Scheiße, dass man noch keinen schmeißen kann. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nee, geht nicht. Ich drücke hier wie ein Bekloppter, er zeigt mir das an, aber ich kann keinen Schmeißen. Warum kann ich ihn keine Schmeißen machen? Die musst du erst finden. Die musst du erst finden, na toll. Sagt aber zu mir, ich könnte Granaten schmeißen. Und dann passt, passt die Situation auch so perfekt gerade, weißt du? Du kannst welche schmeißen, hast du aber keine. Das ist aber echt gemein. Das ist echt blöd. Andererseits wäre es doch kacke, wenn sie im Tutorial sagen, wenn du Granaten hättest, könntest du die auch einschmeißen. Genau. Das Gefühl habe, dass die Trefferboxen relativ groß sind. Hm. So, dann machen wir nachladen. Bleibt an mir dran! Ah, Ego-Sprint, okay. Jetzt bin ich ein bisschen schneller. Ne? Erwischt! Okay. Den platzen ja die Köpfe gar nicht runter. Tut's in der PC-Version? Ja, klar. Also bei dem mit der Schrotflinte muss man echt aufpassen. Wenn du den anderen Stick reindrückst, kannst du prügeln. Ja, das weiß ich. Habe ich vorhin schon gemacht. Ich empfange ein Signal. So wie ich die aus Verzweiflung abgekrückt habe. Mhm. Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Wie motiviert, ey. Oh nein. Wir müssen ihnen helfen. Keine Gefühlsregung drinnen, nichts. Naja, es ist ein Computerprogramm, was dich zusetzt. Diese Kreaturen eigentlich Menschen. Richtig. Aber ihre DNS ist stark mutiert. Klingt aber trotzdem besser als Alexa. Alexa, mach uns den Roboter. Wir müssen die Kerle ausschalten. Brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. Ach nee, echt? Unter Beschuss macht sich das mit ihr Überlebenden suchen auch nicht so. Hier ist es mir abgekackt. Hier ist es dir abgekackt, ja stimmt, genau. Bist aber hier fairerweise auch wieder gelandet, nachdem du das Spiel nochmal neu gestartet hast. Ich kann die meisten Computersysteme hacken. Das schon, aber... Geh zum Thoriumreaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Ich konnte das schwankbare Material reaktivieren, sodass der Reaktor überladen wird und die gesamte Basis von der Landkarte fegen wird. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mutanten nicht eingreifen. Oh Gott, der Kicker. Ich kann nicht an die Box, die geht irgendwie nicht. Ich kann da nichts drücken. Ich genieße das richtig. Ja, wie praktisch. Ich jetzt habe hochentwickelte Waffen entdeckt. Eine wirklich große jetzt Hilfe. Entdeckt er so. Entdeckt er so. Beziehen, lässt du den Lauf rotieren. Und mit dem anderen feuerst du. Abhocken kannst du dich auch, trotz der fetten Knarre. Stimmt, hier kommen ja gleich einige, gell? Gibt's da wirklich hier Schlachtfeste. Das Brei hier ist nur für mich! Ihr kriegt nichts! Schnurrt euch woanders zu dem Rest Alkohol!
Mein Essen geht woanders schon. Das war auch einmal durchgesetzt. Ja, 76 hast du geschafft laut Counter. Okay. Von 75. Ja, dann geht's ja. Jetzt die komischen Dinger durchwühlen. Das ist ein Ego-Implantat, oder? Faszinierend. Ich habe das noch nie in Aktion erlebt. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weit kommen. Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. Okay, naja dann. Dafür. So, Mission abgeschlossen. Ego-Klassenpunkte bekommen. Meine Systeme haben einen Schwellenwert erreicht, der Verbesserungen verfügbar macht. Optionen drücken. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit erhalten. Ja. Naja, hoch X. Okay, ja, mein Kreismenü mit verschiedenen Optionen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Einstellungen, Spielersuche, Soziales, Charakter, Karte und Info. So, auf Charakter sagst du. Jetzt R1. Also mit den Reitern rüber, von Ausrüstung zum Klassenbaum. Okay. Genau. Und jetzt kann ich Punkte verteilen, ja. Ja, ein. Schnellladen, Aufladen und Helfersyndrom. Ego-Kräfte. Laden sich nach dem Abschuss auf, das ist schon mal ganz praktisch. Das haben wir noch schnelleres Nachladen bei aktiver Sprintfähigkeit. Und das ist nur mehr Schaden nach Wiederbelebung. Dann nehme ich doch das hier. Ja, geht nicht. Wir müssen wahrscheinlich erst hier oben investieren oder was? Nö. Nee? Aber wie unten passend steht, machst du das mit Quadrat, nicht mit X. Ach so. Ja, wo man alles eigentlich mit X macht. Willst du es wirklich aktivieren? Ja, will ich. So, jetzt haben wir es aktiviert. Und du meintest, es wäre vorher ein Kreis gewesen und jetzt ist es ein Baum geworden? Nein, Kreis nicht. Okay. Es sind vier Bäume. In der Mitte war eine Hauptfähigkeit und du konntest nach links, rechts, oben oder unten raus skillen. Ah, okay. Na gut, das sieht jetzt hier... Also die Klassen waren nicht unterteilt. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Also vom Start her schon, von der Anfangsbewaffnung her und sowas. Das war unterteilt, aber fähigkeitentechnisch konntest du dir im Endeffekt aus allen Klassen raussuchen, was du wolltest. Ach so, okay, naja, und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ja links die Klassen und ja, unseren Baum jetzt hier. Ja, wer weiß, wie es ist, wenn sie die anderen drei Klassen freischalten. Ja, dann sieht es vielleicht wieder anders aus, richtig. Weil wenn du in dem Baum mal runtergehst, müsste unten relativ mittig auch was sein. Baum runtergehen, relativ mittig unten auch was sein, was denn? Nee, also, so wie ich das kenne, wäre jetzt die eine Fähigkeit, deine Hauptfähigkeit, die du als erste hast, wäre unten mittig. Ach so, okay. Da sind vier Stück und je nachdem, in welche Richtung du gehst, oben, unten, links, rechts, ne, kannst du die Scheiße ausgehen. Okay. So, dann wollen wir mal sehen, was unser Computerprogramm so sagt. Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Ich empfange Signale von ein paar E-Werk-Pots. Hoffen wir mal, dass einer von Bach gehört. Okay. Auch garantiert nicht, aber man kann ja hoffen. Ja, man kann ja hoffen. Es sind also noch mehr Blechdosen runtergekommen, nicht nur unsere. So, da haben wir doch schon mal einen.
Alter, wenn das eine Bierdose wäre, ne, könntest du damit eine Party feiern. Der Evac-Pod ist leer. Boah, was für eine. Ich hoffe, dass derjenige, der darin gesessen hat, noch lebt. Irgendwo. Wer es schafft, so eine zu exen, hat gewonnen. Ich empfange Störsignal. Ja, auf jeden Fall. Geh definitiv. In offenes Gelände, damit ich das Tal scannen kann. Okay, ja, dann rennen wir mal ins offene Gelände. Oh, was haben wir denn hier? Ach, die tun doch nichts. Also das passiert also, wenn man seine Felder mit Glyphosat düngt. Gut zu wissen. Ah, nee. Ach, keine Sorge, hinter begegnet es auch noch Kakerlaken, die ihre Flüge nicht eingebüßt haben. Okay. Ja.